Oh, hallo. Kannst du mich sehen? Oh, dann hat sich das magische Tor geöffnet. Komm herein, ich bin die Pimpernella. Ich wohne nämlich im magischen Reich des Waldes. Und weißt du, man kann mich nur sehen, wenn sich die Herzen der Menschen geöffnet haben. Denn in meinem Reich, kleines Wesen, da ist alles ein bisschen anders. Du bist doch ein Menschenkind, oder? Na, dann komm mit. Ich zeig dir nämlich mal, was ich alles hier so treibe. Komm mit. Na, komm. In meinem Reich, da hat alles eine Seele. Und alles kann sprechen. Ihr wisst doch, dass die Steine sprechen können, oder? Nicht? Oh, dann muss ich euch erzählen. Oh, berührte ihn an den Ohrwaschel. Und ganz stark. Aber glaubst, die Menschen würden einmal zu mir hochkommen und mich besuchen? Das machen sie nicht. Wisst ihr, was dann passiert ist? Oh, also. Das da zum Beispiel, der ist ein bisschen schüchtern, gell? Aber das ist der Ferdinand, den mag ich besonders gern. Ferdinand, du musst jetzt einmal zu den Menschen schauen. Na ja, dann nein. Jetzt geh weiter. Ja, so ist er halt. Ich höre den Pflanzen ständig zu. Das ist nicht schlimm, weil du kriegst jetzt einen magischen Freund. Oh, und das ist der Stein der Orientierung. Das heißt, der zeigt dir mal, dass du alles ein bisschen ausprobierst. Oh, das ist super. Oh, vielen Dank. Der kann dir mal ein bisschen beibringen, wie die Antworten des Herzens gehen. Oh, schön, dass du da bist, Schatz. Darf ich dir den schenken? Frieda? Ja. Riechst du was? Ja. Menschen? Ja. Wir besuchen. Freund Ryada. Ja. Nicht lachen jetzt, das sind Menschenkinder. Ja. Schau her jetzt. Ja. Wisst ihr, immer wenn ich traurig bin, dann gehe ich hier zu meiner uralten Freundin. Denn sie erzählt mir eine Geschichte über mich und über das Leben. Und plötzlich merke ich, das Leben ist eigentlich wunderschön. Ist schon wieder passiert? Oh, er war denn schon da. Und heute erzählt meine Freundin euch eine Geschichte. Ein bisschen sogar über dich oh, selbst. Oh, wow. Guck mal, wer du bist. Hüterin des Waldes und der Bäume. Schön, dass du mich besucht hast, Schatz. Auf Wiedersehen. Kommst du mich bald wieder besuchen? Da freue ich mich sehr. Auf Wiedersehen. Herrschaft, jetzt bist du aber immer noch da. Ja, sag einmal, nix hinaus jetzt mit dir. In dein Reich, kleines Menschenkind. Hinaus in den Wald und die Natur. Was? Du möchtest mich besuchen? Na, dann komm. Aber weißt, manchmal reise ich auch zu den Menschen. Ab und zu. Vielleicht auf bald. Auf Wiedersehen. Ich bin ein wildes Grau. Da, 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 da. Andi, mach einmal mit. Da, 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 da. Ja, einfühlsam, ja. Der bespricht dich jetzt, besingt auch, ja. Das kann ja gut, wenn nicht, gibst du es weiter. Das ist die Berta. Die Berta? Ja. Berta, ich gebe dich jetzt mal zum Andi, der ist schon ganz wepsig. Ja, gut, Ade. Musst einfach ein bisschen, weißt du, hörst schon. Das ist, ich habe nämlich jetzt kurz Zeit für Berta. Servus, Berta. Das ist jetzt alles gut. Und wenn du
wenn es nicht mehr taugt, gibst du es einfach nach hinten, sind alles Fachkräfte. Ganz schlechte Verbindung. Ja, ganz schlechte Verbindung. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Kindergärtnerinnen sind alle. Jetzt hast du den Fehler gemacht. Das sind Fachkräfte. Gib sofort mal. Ja, ha! Das ist ein Fachkraft. Habt ihr das gehört? Kindergärtner ist eine Fachkraft. Leute. Und ich fange natürlich jetzt an. Also ich muss sagen, ich bin...